Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2, Unternehmen 2 hinter dem 46er DLC. Beim letzten Mal haben wir ja schon das Elite-Ziel hier oben, Fort Knox, eingenommen. Und jetzt geht's weiter Richtung Osten und wir haben hier so einen T-29, der hat so ein paar Eigenschaften, die es uns jetzt schwierig machen könnten. Sei es drum, wir sind mit dem Rundenwechsel dran, mal gucken, was die KI uns hier entgegenbringt. Bisher habe ich noch keine Atombomber gesehen von ihr. Das ist gut. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ja, okay. Das war zu erwarten. Er kommt jetzt hier immer wieder mit ein paar kleineren Flugzeugen noch. Das ist aber nicht das Problem. Und T-14. Infanterie. Okay, das ist scheiße. Ja, die stehen halt auf der offenen Fläche. So, und er geht jetzt... Ja, er geht gegen die Infanterie. Er haut da ab. Also dieser T-29 ist ein Problem. So, die gehen erstmal zurück. Er geht raus. Wir... Hat er das auch? Nee. Wir gucken erstmal, dass wir hier... Okay. So, zack. Den kriege ich raus. So, jetzt sind die eingekesselt. Er geht raus. Ihn greifen wir an. Sehr gut. Jetzt ist die Hummel hier natürlich ein bisschen auf einer... offenen Fläche, da stellen wir den Scout davor. So. Gut, das haben wir jetzt erstmal ganz gut in den Griff bekommen. Wir frischen ihn nochmal auf. Wir führen ihn nach, das dauert eine Weile. Und hier die Artillerie nachführen, das ist jetzt in meinen Augen am wichtigsten. Die Panzer können da eh nicht, wir machen Flugabwehr. Und die Pioniere. Ja, okay, sehr gut. Hat hier schon erreicht. Na, reicht gerade so nicht. Okay. Wir könnten jetzt nochmal mit einem Atombomber da drauf knallen. Ich würde sagen, wir belassen es mal bei dem Jäger. Kriegt er ihn raus? Dann schießen wir ihn erstmal runter, damit er sich nicht wieder so voll auffrischen kann. Ansonsten sind nämlich... Oh, plus 3 gegen harte Ziele ist nice. Dann ist er nämlich nicht mehr... Oh, warte mal. Geh mal dahin. Mal gucken, ob der Doppler ihn rauskriegt. Yes, perfekt. Natürlich ist ein Angriff über, aber das ist egal. Na. Okay, der macht leider nichts, obwohl er die viel, viel größere Stärke hat. Gut, sei es drum. Die kann also wieder zur Flak gemacht werden und geht mal hier hoch. Und der Scout geht mal dahin. Panzer. Naja, ja. Eigentlich brauchen wir da auch ein bisschen Infanterie. Die haben wir gerade nicht. Geht mal da hoch. Ach, guck mal. Wir haben ja hier so. Die habe ich die ganze Zeit vergessen. Verdammt. Ja, dahin. Auffrischen, auffrischen. Und dann verlegen wir die in der nächsten Runde. Ah, das habe ich total verpeilt. Okay, ich gucke jetzt gerade nochmal. Die Flugabwehr könnte mal... Mal geht... Ihr mal da hoch, dann kann die dahin. Dann kommt er mit dem Panzer nämlich nicht an uns ran. Oh Gott, der... Der macht eine minus 3 auf uns. Wir stellen ihn mal davor. Wir ziehen uns mal ein Stück zurück. Na, er kann ein Stück vorgehen. Wir wechseln mal die Runde. Hier hat er also noch was. Da kommt er doch. Warum schießt die nicht zurück? Schießt direkt. Sehr gut.
So, er hat keinen Bock mehr. Hier unten kommt... Hä? Er zieht sich zurück und kommt dann doch wieder angesäppelt. Spannend. Da kommt der nächste Sherman. Der T-34. Ja, stell dich halt in den Wald. Tschüss. Tschüss. Meine. So, mal gucken, ob wir die nochmal auffischen müssen oder ob wir das so hinkriegen. Okay, weg. Ist das hier offenes? Ja, okay, dann... Wir schicken die mal hier hoch. Aber wir könnten die jetzt hier quasi abschneiden oder wir pushen halt hier oben weiter. Das ist jetzt alles so ein bisschen ein riesiges Durcheinander. Die Flugabwehr geht mal mit dahin. Wir haben noch eine weitere Flugabwehr. Wir haben Artillerien. Die kann da schon mal drauf knallen. Die Arti auch. Okay. Gut. Hier im Süden haben wir... Nice. Gehen wir da hoch. Der Scout geht mal dahin. Er geht dahin. Hallo. Ja, und jetzt? Oh Herr, hast du nicht wirklich zu Ende gedacht, ne? Scheiße. Habe ich wirklich nicht zu Ende gedacht? Was habe ich mir denn jetzt dabei gedacht? Ja, das war jetzt richtig KLUK. Na, greif an. Okay, wir ballern die einfach so weit runter, dass sie nichts mehr machen kann. So, und die gehen mal mit hier hin. Ein weiterer Flugplatz wäre natürlich jetzt schön. So, der Panzer hier muss nachrücken. Hier oben geht nicht mehr allzu viel. Ja, komm, Rundenwechsel. Oder warte mal, die hier noch? Ja. Gut. Naja, mal gucken. Ah, die Hummel hat keine Abdeckung von der Flugabwehr. Er weiß nicht so richtig, was er mit seiner Infanterie da unten machen soll. Autsch. Oh nein, noch nicht aufs Flussfeld. Oh. Ja, nimm ihn erstmal aus. Jetzt müssen wir das Ganze hier mal ein bisschen abschneiden, damit er uns den Scout da nicht in irgendeiner Form belästigt. Der steht da jetzt auf dem Flussfeld, das ist natürlich super kacke. So, wir haben ja jetzt hier unsere tollen Bomber wieder am Start. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal... Hello. 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 Ja, die Prognose ist trotzdem noch so scheiße mit dem Panzer. Da werde ich mich natürlich einen Scheiß tun, um da jetzt in irgendeiner Form reinzubatzen. So, hier...
Wartet mal. Kümmern wir uns erstmal um ihn. Auf Wiedersehen. Er deckt hier unsere beiden Bomber und jetzt müssen wir... Ja, macht ihr das mal. Dann geht mal dahin. Die Arti nimmt das ein. Oh Gott, einen Wasserkopfpanzer. Warum nur? Ach hier, guck mal. Tschüss. Die gehen eins nach vorne. Die Hummel geht hier hoch. Hier haben wir noch eine Hummel. Die kann jetzt erstmal hier was rausnehmen. Danke. Die Flugabwehr geht mit hier oben hin. Und... Oh, okay. Wir... Gucken mal. Ach, guck mal, da gibt sogar weiches Abwehrfeuer. Haha. Das gefällt mir. So. Aber trotzdem wird es hier... Also für die Panzer ist jetzt so ein bisschen die Zeit vorbei. Das merkt man jetzt schon eindeutig. Also einfach vom Gelände her. Die kann ja nochmal angreifen. Ja, komm hier. Die Pack ist gerade nicht so wichtig. Problematischer ist eher der Panzer da. So, und die gehen mal mit nach hier oben. Hier sind zwei Flaks, dann geht die Flak mit hier hin. Und die Prognose nehme ich nicht. Haben wir noch was zum Nachrücken? Wir haben ja sogar noch, aber... Ach, der kann sich nicht einmal wegbewegen. Also der hat halt schon seine maximale Reichweite ausgeschöpft. Ansonsten hätte man jetzt noch den nachziehen können. Okay, haben wir hier oben noch eigentlich einen Flugplatz eingenommen, den wir jetzt... Ja, der da, den könnten wir nutzen. Pass mal auf. Dann zack. Und den 20er, zack. So, gut. Dann der Panzer noch. Dahin. Und dann geht's weiter. Witzig ist, dass er immer noch Flugzeuge hat. Zwar nicht viele, aber so ein paar vereinzelte. Oh, scheiße. Was machst du denn da? Nein, das ist Kacke. Da aus dem Hochgebirge. Ihr Schweine! Huch. Kommt da nochmal eine M40 oder was? Oh, die M40er sind einfach doof. Weil die einfach verdammt nochmal so viel Damage machen. So, verteidige du dich mal selbst. Dann geh du mal dahin. Du gehst dahin. Zack. Feuer frei. Feuer frei. Tschüss. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns hier aufstellen. Die gehen mal dahin. Der Panzer geht dahin. Artillerie. Zack. Die hat er sogar noch. Die kann ja sogar noch mal. Jetzt müssen wir bloß mal aufpassen, dass uns hier nichts von Süden anbatzt. Gehen mit der Flugabwehr auf das maximale Höhengelände. So, hier unten. Den Scout erstmal. Plus 1 gegen weiche Ziele, nice. Ach, da ist ja noch ein T-95. Ich würde sagen, da war ein T-95. So, hier kommen wir jetzt auch schon wieder an die Reichweitenlimitierung, was die Flugzeuge angeht. Naja, gut.
Gehen wir dahin. Er greift die Infanterie an. Und wird hier gedeckt von ihm. Die Flugabwehr geht dahin. Er geht dahin. Und er geht mal dahin. Ach, guck mal. Ja, der Scout. Ich würde mir tatsächlich jetzt das Auffrischen sparen, um Punkte zu sparen. So, hier haben wir alles gemacht. Hier oben. So. Okay. Erstmal hallo again. Er sagt hello again. Und hello again. So, er geht raus. Was ich jetzt hier oben leider nicht habe, ist Artillerieunterstützung. Und das... Na los. Das merkt man. So, der Panzer, trotzdem eine minus 5, das finde ich interessant. Warum? Das ist ein Panzer, der Pioniere im Hügelgelände angreift. Das ist spannend. Und wir sehen, dass das Problem der Panzer ist. Eigentlich müssten wir hier die Infanterie. Den schicken wir mal pseudomäßig mit nach vorne, aber wirklich was passieren wird dann nicht. Okay. Ja, nächste Runde, oder? Da ist immer noch irgendwo ein einzelnes Flugzeug, was er aus der Versenkung holt. Hallo, hallo, hallo. Sehr gut. Okay, dann kann... Ach, guck mal, die scheint besser zu sein. Da ist er weg. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier die Infant... Ah, nee, guck mal, den... Die Wolverine... Und da haben wir jetzt halt Infanterie. Die will ich jetzt aber eigentlich nicht mit dem Flugzeug angreifen. Sondern sind sie eigentlich hier so. Zack. So, ich greife jetzt nicht den Bomber an, weil... Das kann die Flugabwehr machen. So, da gibt es wieder 2500 Punkte. Oh, hallo. Hallo, meine Freunde. Ich habe hier leider nicht so viele Panzer, meine ich. Infanteristen habe ich, aber Panzer nicht. Oh krass, wie stark sind die denn? Nee, das bringt uns nicht weiter. Oh, interessant. Wofür nutzen wir jetzt? Ja, ich würde sagen hier, oder? Gut. Die Infanteristen, die hier können noch vorrücken. Bis wohin komme ich mit denen? Bis in den Wald, das ist doch in Ordnung. So, hier im Süden haben wir einen
M4A3. Den können wir erstmal versuchen abzuschneiden. Ah, Mist, reicht nicht ganz. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Die Infanterie oder den Panzer? Wir machen es mal so rum. Die gehen da rein. Haben wir hier im Süden noch irgendwas? Ja, also wir haben... Wir müssen einfach nur... Roanoke? Was für ein Name. Aber ich will natürlich vorher alle Bonusfelder haben. Wegen den Punkten. You know? So. Hier haben wir jetzt überall hügeliges Gelände. Das ist für unsere Panzer natürlich der absolute Super-GAU. Ich gucke jetzt mal mit dem Scout, ob da irgendwas ist. Anscheinend nicht. So. Jetzt gerade mal. Ja, hier ist halt jetzt so. Wir könnten natürlich die hier auffrischen und mit ranziehen. Minus 7 ist halt schon ultra hart, ne? So, welcher Panzer ist denn hier der stärkste? Der gibt weiches Abwehrfeuer. Dann stell dich mal damit hin. Guck mal, dann können wir den noch auffrischen, wenn er gerade nichts zu tun hat. Okay, der gibt auch weiches Abwehrfeuer. Den könnte man jetzt mit nachziehen, aber der ist nicht voll aufgefrischt. Okay, wir geben mal einen Rundenwechsel. Nice. Ist nicht wirklich viel passiert hier. So. Wir müssen mal... Ja, die Flugabwehr muss hier wieder runter. Das ist gerade ein bisschen useless. So, hier. Die weg. Weil die kann jetzt auch... Genau, die kann nämlich nicht mit angreifen. Und die deckt einfach nicht mehr alles ab. Deswegen überlege ich jetzt gerade... Die gehen mal dahin. Dann kann sie dahin, kann den Bomber rausnehmen. Das ist ein... Ach, das ist ein Düsenjäger, wie süß. Okay, Shit, diese Pack da oben ist natürlich jetzt, Die frische ich erstmal auf. Ah, verdammt. Minus 4, minus 13, minus 3, minus 13. Nehmen wir die Prognose. Und das ist ein Brückenfeld, oder? Ja, ungünstig. Deswegen stellen wir uns da nicht hin. Sondern wir machen das mal so. Der Panzer geht dahin und der kann jetzt... Die Prognose ist gut. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Gibt der weiches Abwehrfeuer? Nee, das ist die Ratte, die das abgibt. Ja, wir machen das mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. So, hier. Wir arbeiten uns hier
nach vorne. Ich gehe jetzt hier nicht auf das hohe Gelände. So, wir haben ja aber auch noch... Guck mal, wir haben ja ihn noch. Huch. Ja, das solltest du eigentlich nicht machen. Der könnte sich jetzt theoretischerweise raus auf die Hummel bewegen. Wird er aber, glaube ich, nicht tun. Ach nee, warte mal. Geh du mal dahin. Dann batzen wir ihn noch raus. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob wir die hier mit nach da oben verlegen können. So, den Atombomber, den lassen wir jetzt mal. Sehr gut. Sonst noch irgendwo Flugzeuge, die ich jetzt übersehen habe? Nein. Gut. Die Flugabwehr kann sich noch bewegen. Das machen wir natürlich. Und die Panzer rücken hier einfach, soweit es geht, halt nach. In Ordnung, dann schon wieder nächste Runde. Das geht jetzt hier schon recht zügig. Aha! Kavum und tschüss. Das sind jetzt hier schon sehr, sehr kurze Runden. Ach, guck mal, da kommt noch ein Super Pershing an. Ja, und er stellt sich natürlich auf das Brückenfeld. So, dann lasst uns das mal so spielen. Dann frische ich ihn jetzt... Boah, nee, 1600 ist mir... Das ist mir einfach zu teuer. Ja, dann spielen wir das so. Wo kommt denn dieser Super Pershing her? Beziehungsweise, wartet mal. Wir haben doch hier noch Spaßgeräte. Ach Gottchen, da ist ja noch ein M26. Ja, das können wir doch perfekt jetzt hier hinstellen. Guck mal, da geht er... Geht dahin... Und dann nehmen wir ihn und sagen, hallo, mein Freund. Es scheint auch noch Infanterie zu stehen. Ah, an dem Punkt hier hätte ich natürlich noch gerne. Gut, Punkt weg. Punkt einnehmen. Wir gehen hier direkt aggressiv nach vorne. Die gehen in den Punkt rein. Die Artillerie, zack, zack, zack. Die gehen dahin. Die Artillerie geht dahin. So, jetzt müssen wir die Flugabwehr natürlich mit nachziehen. Das wird jetzt etwas herausfordern. So, die Artillerie. Schon mit einem gewissen Risiko hier verbunden. Und die Panzer brauchen wir dann wieder, wenn es aus dem hügeligen Gelände rausgeht. Richtung des Endziels. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir wollen die beiden Punkte noch haben. Die bringen uns ja nochmal Versorgungspunkte. Guck mal, er könnte jetzt sogar zur Seite gehen und dann können wir mit ihm den Kollegen sogar finishen. Ja, perfekt. Okay. Der Scout geht mal dahin und wir warten mal ab, bevor wir da über die Brücke gehen. Really? Es ist fast schon ein bisschen traurig, wie mit welcher Art und Weise er das jetzt hier macht. Ah! Okay, schieß es ab. So, Punkte für uns. Und jetzt suchen wir uns hier unseren Kollegen. Und sagen...
Wir haben hier oben halt keine Artillerie. Das ist schlecht. Gucken, ob da noch irgendwo jemand was stehen hat. Panzer. Flugabwehr. Panzer. Eigentlich müsste man das jetzt sogar von hier unten nochmal irgendwie so eine kleine Schleife nach da oben drehen, um ihn naja, auch immer mal wieder noch mit Flugzeugen kommt. Interessant, da ist tatsächlich da ist nichts. Also jedenfalls sehe ich nichts. Alles nachrücken, was geht. Ach, komm her. Wir provozieren einfach mal. Das sind die letzten Züge. Die Artillerie rückt hier mit nach. Und dann, haben wir noch einen Flugplatz hier auf... Ah ja, haben wir. Kommen die dann bitte... Na, vielleicht kommen sie dann von da aus bis noch da oben. Wir verlegen die auf jeden Fall mal. Muss ich hier noch irgendjemanden decken? Ja, muss ich. Das kann der 10er Doppler machen. Und dann kann er auch hier runtergehen. Okay. Es passiert tatsächlich gar nichts mehr. Er hat tatsächlich hier oben anscheinend nichts mehr stehen. Gut, dementsprechend bewegen wir uns jetzt. Shit. Hier ran. Er hat noch ein paar Packs da jetzt stehen. Das ist mir aber reichlich Wumpe. Wenn wir die Artillerien hier alle nachführen, hat er da eh gleich keinen Spaß mehr. Von daher ist mir das reichlich egal. Es sei denn, er überrascht jetzt noch mit irgendwie mit Panzern, die jetzt hier nochmal ankommen. Das kann natürlich sein. Flugzeuge würde ich jetzt nicht mehr hier vermuten. Und dementsprechend... Ich komm, also hier. Ach, tatsächlich doch. Okay. Das war's dann aber auch schon. So. Zack. Zack. Weg mit dir. Weg mit dir. Auf dich drauf. Tschüss. Oh, die Prognosen. Na, dann machen wir das halt nur über die Artillerien. So, die geht dahin. Die geht dahin. Und ich glaube, die Amerikaner sind so gut wie erledigt. So, ihn angreifen. Er geht sogar down. So, dann zack drauf in das Gebiet rein. Und... Ja, komm.
Damit ist das Thema auch gegessen. Rein da. Sehr schön. Unternehmen Zweihänder am 19. März 47. Herr General, Meldung erfordert umgehend Ihre Aufmerksamkeit. Unsere Truppen haben ihren Erfolg vermeldet. Wir haben die letzte geografische Barriere in den Vereinigten Staaten durchbrochen. Nun kann uns nichts und niemand mehr daran hindern, nach Washington D.C. vorzustoßen. Doch bevor wir unsere Truppen in diese Schlacht werfen, Agentin Eisvogel hat wieder Informationen für uns. Wie es scheint, haben die Amerikaner bei Oak Ridge, nicht weit von unseren Stellungen entfernt, einen wichtigen Atomforschungs- und Entwicklungsstandort. Es würde unseren Zeitplan nicht allzu stark beeinträchtigen, die Anlage in Augenschein zu nehmen. Aber wenn diese Anlage für das amerikanische Atomprogramm so wichtig ist, wie es scheint, wird sie bestimmt extrem stark bewacht. Ich erwarte morgen Ihre Entscheidung hinsichtlich dieser Angelegenheit. In diesem alternativen Kriegsverlauf setzen die deutschen und japanischen Invasoren ihre Bemühungen fort, ihren neuen Plan in die Tat umzusetzen. Dieser lautete, die Vereinigten Staaten zur Kapitulation zu zwingen, anstatt auch den Rest des Landes zu besetzen. Gut, nachdem es den Achsenmächten gelungen war, die Appalachen zu überwinden, hatten sie die perfekte Ausgangslage, um ihren Plan erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Während die Speerspitze der Deutschen in hohem Tempo zur Küste vorstießen, gruben sich die japanischen Truppen ein, um den Vorstoß abzusichern. Der rasche Vorstoß nach Washington D.C. erfolgte, ohne dass die Amerikaner genügend Verstärkungen massieren konnten, um die Flanken der zur US-Hauptstadt vorrückenden Achsenmächte ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Ja, also die Amerikaner stehen tot oder so. Wir werden mal gucken, wie es weiterläuft. Falls es eine extra Mission gibt, um diese Atomanlage zu sichern, werden wir sie natürlich machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Game One, Fenkulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.